Der Staat schenkt uns Geld. Klingt gut, oder? Es gibt 300 Euro Energiepauschale. Und wie das Ganze abläuft für Selbstständige, das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und mit der Energiepreispauschale bekommt fast jeder Steuerpflichtige in Deutschland 300 Euro vom Staat. Bei Angestellten wird dieses Geld einfach auf das Bruttogehalt aufgeschlagen und dann wird es mit dem Gehalt von September ausgezahlt. Wir Selbstständige bekommen ja gar kein Gehalt und da stellt sich natürlich die Frage, wie wir denn an unsere 300 Euro kommen. Und das gucken wir uns jetzt hier mal im Detail an. Grundsätzlich sollte man über die Energiepreispauschale wissen, dass das steuerpflichtiges Einkommen ist. Das heißt, bei Angestellten wird das auch aufs Bruttogehalt aufgerechnet und dann muss darauf auch noch Lohnsteuer gezahlt werden. Das heißt, auch Selbstständige müssen diese 300 Euro irgendwie kommen als eine Art Einkommen. Sie brauchen aber gleichzeitig auch den Liquiditätsvorteil. Diese 300 Euro werden ja dafür gezahlt, um die steigenden Energiekosten irgendwie auszugleichen. Das heißt, Selbstständige hätten nichts davon, wenn das Geld eventuell erst nächstes oder übernächstes Jahr kommt. Das heißt, wir brauchen einmal diese Einkünfte irgendwie in der steuerlichen Berechnung und zweitens muss der finanzielle Aspekt ja möglichst schnell kommen. Und da hat sich der Gesetzgeber was Spannendes ausgedacht. Der erste Punkt, wie bekommst du eigentlich das Geld, ist relativ simpel und zwar mit der Einkommensteuervorauszahlung. Du musst als Selbstständiger ja quartalsweise Einkommensteuervorauszahlungen leisten. Normalerweise ist am 10.9. ja deine Einkommensteuervorauszahlung fällig. Da der 10. September in diesem Jahr ein Samstag ist, gilt jetzt als Deadline der 12. September. In diesem Jahr. Und diese Vorauszahlungen kannst du einfach um 300 Euro kürzen. Das heißt, wenn du aktiv deine Einkommensteuervorauszahlung zahlst, dann kannst du einfach 300 Euro weniger überweisen. Es wird in der Berechnung im Einkommensteuerbescheid aber trotzdem der gesamte Betrag berücksichtigt. Wenn du ein Lastschriftmandat beim Finanzamt hinterlegt hast, dann wird das Finanzamt einfach 300 Euro weniger abbuchen. Das heißt, diese 300 Euro sind grundsätzlich sowas wie eine Einkommensteuervorauszahlung im September und dadurch hast du im September 300 Euro mehr auf dem Konto. Doch die Reduzierung oder Anrechnung über die Einkommensteuervorauszahlungen hilft noch nicht. Das heißt, da ist der Staat noch nicht genau da, wo er eigentlich sein möchte. Der möchte zwar, dass du diese 300 Euro bekommst, aber halt nur als steuerpflichtiges Einkommen. Das heißt, du musst diese 300 Euro noch irgendwie versteuern. Und das geht natürlich nicht, wenn dir einfach diese 300 Euro als Einkommensteuervorauszahlung irgendwie angerechnet werden. Und deswegen erhöht der Staat für dieses Jahr für alle Selbstständigen die sonstigen Einkünfte um 300 Euro. Das heißt, auf der einen Seite zahlst du zwar 300 Euro weniger Einkommensteuer voraus im September, aber in der Einkommensteuererklärung für dieses Jahr, also 2022, erhöhen sich deine sonstigen Einkünfte um 300 Euro. Und diese 300 Euro musst du dann mit deinem individuellen Steuersatz versteuern. Und diese ganze Berechnung läuft dann in der Einkommensteuererklärung 2022 ab. Normalerweise hast du bei sonstigen Einkünften ja eine Freigrenze von 256 Euro, die greift bei diesen 300 Euro allerdings nicht. Das heißt, wir haben zwei Faktoren. Erstmal die Reduzierung der Einkommensteuervorauszahlung im September 2022 und in der Einkommensteuererklärung 2022 erhöhen sich deine sonstigen Einkünfte um 300 Euro. Das Ganze führt dann dazu, dass du diese 300 Euro zwar bekommen hast, du aber auch darauf einmal Einkommensteuer gezahlt hast. Das ist übrigens auch der Grund, warum das so ganz komisch über sonstige Einkünfte verrechnet wird und nicht einfach als Betriebseinnahme gebucht wird. Wäre es Betriebseinnahme, müsstest du nämlich gegebenenfalls noch Gewerbesteuer auf diese 300 Euro zahlen und das möchte der Gesetzgeber nicht. Und deswegen gibt es die beiden Faktoren Reduzierung der Einkommensteuervorauszahlung und Anrechnung auf die sonstigen Einkünfte. Ich denke, am besten klar wird das anhand eines Beispiels. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass ich selbstständig bin. Und zwar freiberuflich tätig. Das heißt, ich habe Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit und ich zahle quartalsweise 5.000 Euro für die Einkommensteuer. Im ganzen Jahr 4 mal 5.000 Euro, 20.000 Euro normalerweise in einem Jahr. Jetzt habe ich aber den 10. September 2022 und es gibt die Energiepreispauschale. Das heißt, ich reduziere meine Vorauszahlung von 5.000 Euro um 300 Euro und überweise nur 4.700 Euro an das Finanzamt. Wenn ich jetzt nächstes Jahr meine Einkommensteuererklärung mache, dann habe ich ja im gesamten Jahr 2022 nur 3 mal 5.000 plus einmal 4.700 Euro an Vorauszahlungen geleistet. Das heißt insgesamt 19.700 an Einkommensteuervorauszahlungen. Das Finanzamt nimmt diese 300 Euro Energiepreispauschale aber so, als wenn es gezahlt worden wäre. Das heißt, das Finanzamt rechnet nicht mit den 19.700, sondern mit den ganzen 20.000 Euro. Das führt dann natürlich dazu, dass ich eventuell
eventuell eine höhere Erstattung bekommen oder weniger nachzahlen muss. Das heißt, es wird ganz normal als Vorauszahlung behandelt. Das ist aber nicht alles, denn gleichzeitig erhöht das Finanzamt meine sonstigen Einkünfte um 300 Euro und auf diese 300 Euro muss ich dann auch Steuern zahlen. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Fragen, die ziemlich häufig auftreten. Und die erste Frage ist, was ist denn eigentlich, wenn ich beides habe? Also wenn ich sowohl ein Anstellungsverhältnis habe, als auch eine Selbstständigkeit habe, kriege ich dann zweimal 300 Euro? Nee, leider nicht. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. Dann hat immer das Anstellungsverhältnis Vorrang. Das heißt, dann kriegst du die 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt im Rahmen der Gehaltsabrechnung von deinem Anstellungsverhältnis und dann wird das ganz normal da in der Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Deine Vorauszahlung für die Einkommensteuer, die darfst du dann nicht reduzieren. Die zweite Frage, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist die Frage, was du denn machst, wenn du gar nicht 300 Euro vorauszahlst. Das heißt, wenn du zum Beispiel gar keine Einkommensteuervorauszahlungen leistest oder aber weniger als 300 Euro. Das heißt, wenn du beispielsweise quartalsweise nur 100 Euro Einkommensteuer vorauszahlst, kannst du ja keine 300 Euro davon abziehen. Und in solchen Fällen reduzierst du die Einkommensteuervorauszahlungen einfach so weit es denn halt geht. Das heißt, bei 100 Euro ziehst du halt einfach 100 Euro ab und zahlst gar nichts mehr. Wenn du gar nichts zahlst, dann kannst du natürlich nichts reduzieren und dann zahlst du natürlich auch so nichts. Du kriegst das Geld allerdings nicht sofort erstattet in dem Quartal, sondern die finale Verrechnung findet erst in der Einkommensteuererklärung für 2022 statt. Da werden dir dann die 300 Euro angerechnet. Das heißt, wenn du insgesamt unterm Grundfreibetrag bist und nie Einkommensteuer vorausgezahlt hast, bekommst du automatisch mit dem Einkommensteuerbescheid für 2022 die 300 Euro gezahlt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten ersten Überblick über die Energiepreispauschale für Selbstständige geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann scheu dich nicht und schreib uns einfach einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du gerne einen kompetenten Steuerberater an deiner Seite hättest, der dich regelmäßig daran erinnert, welche Einkommensteuervorauszahlungen du zu bezahlen hast, wie das Ganze funktioniert und mit dem du auch einfach mal telefonieren kannst, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und machen gern deine Buchhaltung und deine Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gerne erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.